Ja, ich bin Henry von Extinction Rebellion. Wir stehen hier vor der Europahalle, da drin tagt der Dezernatsausschuss 4 und wir demonstrieren hier gegen den geplanten Globus-Supermarkt in Zeven. Das Ganze hat mehrere Nachteile mit sich, neben den schlechten Arbeitsbedingungen, dass da halt konsequent Tarifflucht begangen wird und die Innenstadt durch die zunehmende Konkurrenz ausstirbt, und wir vor allem ein Problem damit mit den zusätzlichen Autofahrten, die kommen. Weil von Bitburg, von Wittlich, sogar aus Luxemburg werden Leute laut Prognosen nach Trier kommen, um in diesem Globus zu kaufen. Und das ist eigentlich mit dem Klimanotstand, den Trier ausgerufen hat, unvereinbar. Der momentane Standort, wo der Globus gebaut werden soll, da befindet sich ein Erdbeerfeld vom Bauern Greif, der hier in Trier bekannt ist. Da laufen gerade Verhandlungen mit dem, wo wir relativ wenig zu sagen wollen. Aber wir wollen lieber ein Erdbeerfeld da haben, als unsere Erdbeeren dann aus Peru im Globus zu kaufen. Also es gibt ja hier viele, viele kleinere Läden, die halt durch den Globus massiv Existenzprobleme bekommen. Zum Beispiel der Unverpackt oder die Zwiebel. Genau, und da wollen wir eben Förderprogramme für, dass die es leichter haben in Trier mit dieser Konkurrenz und eben keine Großkonzerne, die halt eben durch Großkonzerntricks, beim Globus begeht jetzt halt keine Steuerflucht, aber andere Konzerne würden das zum Beispiel machen, dass die eben da gute Chancen haben, auch zu überleben. Ja, Corona-Krise, die ganzen Läden haben ja sowieso schon massive Existenzprobleme. Globus wird ja nicht nur ein reiner Lebensmittelmarkt, sondern auch eine Non-Food-Abteilung geben. Die Läden sind am absoluten Existenzminimum, konnten die Monate nichts verkaufen. Es gibt zwar Wirtschaftsforderungen, die aber lang nicht ausreichen. Und durch den Globus wäre das der endgültige Schlussstrich für diese kleinen Unternehmen. Und das wollen wir natürlich verhindern.